Brauche ich ein Stillkissen zum Stillen? Kann ich dir ganz genau eine Antwort drauf geben? Die heißt nein. Und in diesem Video erkläre ich dir auch, warum du nicht zwingend notwendig ein brauchst, beziehungsweise worauf du zu achten hast, wenn du dir ein Stillkissen kaufst. So. Die meisten Stillkissen haben keine ausreichende Füllung. Die Füllung ist das teuerste an dem Kissen, ne? Der Stoff und rundherum ist nicht so teuer. Deswegen bekommst du auch ganz preiswerte schon für 20 Euro. Kannst du aber nichts mit anfangen, weil sie relativ, also so viel zu beweglich sind. So, jetzt zeige ich dir mal eins. Das hier, was ich gerade habe, ist von ja, Terraline. Ist ein relativ kleines. Ich finde, das gehört noch zu denjenigen, die man relativ gut benutzen kann. Mein erstes Stillkissen war ein riesengroßes. Theorie war, dass du es dir rundherum legen kannst. Praktisch ging das nicht. Also du hast es dir hingelegt, dann hast du dich hinten anlehnen können, dann fehlte es aber vorne, hat das Kind nicht gehalten. So, also mit diesem hier von Terraline. Ja, ne, also es sieht so aus. Kommt man zu, kann man zurechtkommen. So, das kannst du dir auch so ein bisschen hier rundherum legen. Und dann könntest du dein Schätzchen hier nehmen. So, und dann hast du, also Sinn und Zweck ist ja, dass das Kind ein bisschen erhöht liegt, dass du nicht so viel stützen musst. So, und damit wird es jetzt hier gehen. Ne? Könntest du dein Kind gut auch am Bauch schön anlegen und stillen. Könntest du auch andersrum machen mit der Footballhaltung als Beispiel. Da wäre jetzt der Vorteil, dass hier in dem Schwanz so wenig ist, könntest du das Kind noch ein bisschen weiter runterrutschen lassen. So, dass es dann so ist. Aber dann, ja, wenn ich es hier so hinlege, dann wird es passend gehen. Na, ja, so. Also das gehört auch zu den Stillkissen, die tatsächlich gehen. Ansonsten geht es auch wunderbar mit anderen Kissen. Da könnte ich so zum Beispiel, ne, das ist hier so die Hälfte von so einem normalen Kissen, von so einem 80x80. Das könntest du dir genauso gut hier hinlegen. Und könntest dein Schätzchen hier schön hoch quasi auch anlegen und zu dir hinziehen. Also das würde auch relativ entspannt gehen. Arm kann ich hier ablegen. Ist entspannt. Und zur Information, dieses Kissen hier ist hier nur so ein IKEA-Verschnitt. Also so ein preiswertes Kissen. Ich glaube, da ist eine Entenfüllung drin, deswegen ist das relativ prall. Geht wunderbar. Wenn du das jetzt nicht hättest, klassisches anderes Kissen, du könntest dir auch hiermit behelfen, ne? Ist jetzt einfach so, dann würdest du versuchen, es zum Beispiel so hochkant runterzustellen. Geht auch. Was haben wir noch hier rumfliegen? Hätte ich noch ein anderes halbes. Ja. Nehmen wir mal ein Stofftier. Ich könnte auch noch mal hier gucken. Ob ich hier gerade noch mal, hier habe ich auch gerade noch eins liegen. So, wir nehmen jetzt mal hier so ein Stofftier. Wir könnten uns das hier so drunter klemmen. Und auch das würde gehen. Also, du siehst, es ist nicht notwendig, dass du ein teures Stillkissen nimmst. Du kannst kreativ sein. Und was die Füllung angeht, würde ich dir empfehlen, egal welches Kissen, diese typischen Allergikerkissen, die nur so aus Synthetik bestehen, die sind nicht schön knautschig, die geben auch nicht so gut nach. Die eignen sich meistens nicht so gut, wie du gerade gesehen hast. Ja, eine Füllung mit Entenfedern eignet sich da schon besser. Musst du kreativ sein, ansonsten nimmst du zwei, drei Kissen. Was du hast, quetschst du dir darunter. Ich kann dir jetzt auch noch mal die andere Variante mit der normalen Decke zeigen. Ne? Also klassisches Zudeck. Und da kannst du auch, ist egal, wie du es machst. Du kannst theoretisch, so, kleines Schätzchen, kannst du dir auch eine Decke hier, also wie gesagt, es ist jetzt nicht schön, kannst du auch noch alles hier schön zurechtknautschen, nehme ich einfach quer hier so drüber, ne, so, die kann ich mir auch rundherum packen, also ist dann ein riesen Stillkissen quasi, aber mit der Decke deiner Wahl. Und das ist jetzt auch eine feste Decke, ein fester, also ist jetzt nichts mit Daunenfederung, so. Und dann kannst du auch perfekt hier stillen.
und alles ist hier super frei. Und du siehst jetzt in dem Beispiel, ich habe keine Wand. Also ich sitze jetzt hier, wobei ich sagen muss, das hier ist ein Tisch, meine Beine hängen hier locker runter. In dem anderen Video weiter oben kannst du es finden, habe ich schon mal erklärt, ne? Wenn du jetzt so normal sitzen würdest, nimm einen Couchtisch, um dein Bein ein bisschen höher zu machen. Oder ein Hocker oder ein Wäschekorb, was auch immer du nehmen kannst, ne? Ein Stuhl, den du vielleicht feststellen kannst. Ein Regal oder irgendwas, ein Nachttisch geht theoretisch auch. Also was immer du da findest, kannst du da ausprobieren. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, weißt du, was du zu tun hast. Liken, wenn es in Ordnung war, und abonnieren, wenn du zukünftig über weitere Themen benachrichtigt werden willst. Alles Gute für dich. Ciao, ciao.